Ich möchte Sie dann begrüßen vom Auftrag von der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe für den Vortrag, dass Sie da teilnehmen. Die Besucherzahl ist nicht ganz so hoch wie sonst normal üblich, aber es ist halt vom Wetter abhängig. Am Wochenende kam mir da ein Gedanke, das ist jetzt unabhängig davon, dass der Verein hat sich im November 1974 gegründet. Und das sind 43,5 Jahre. Und wenn man zurückschaut, dann haben wir in jedem Jahr 10 Vorträge gehalten. Das ist dann, wenn man es jetzt zurückrechnet, mit denen, wo ausgefallen sind, etwa 5 Stück, sind es 430 Vorträge, was wir mittlerweile schon gemacht haben. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben die Vorschau und zweimal im Jahr, seit wir hier sind, kommen wir immer noch auf eine Zahl von über 350 Vorträgen in dieser Zeit. Und damals waren die meisten der Meinung, wir würden es nie schaffen, über so lange Zeit Vorträge hier zu präsentieren, weil einfach irgendwann die Themen ausgehen. Aber wir haben uns immer etwas einfallen lassen und wenn ich hier bin, dreht sich meistens um den praktischen Bereich. Deswegen habe ich hier jetzt einen Vortrag vorbereitet über ein Freeware-Programm für die Astrometrie. Das heißt, die Vermessung von Aufnahmen oder das Ausrichten eines Fernrohres zu optimieren. Verstehen mich alle oder bin ich zu leise? Wunderbar. Wunderbar, alles klar. Namt. Also was beinhaltet die Astrometrie? Das Erste ist, ich habe eine Aufnahme gemacht, weiß vielleicht nicht genau, welche Koordinaten da zugrunde liegt und ähnliche Sachen, sodass ich im Nachhinein rausbekommen möchte, was habe ich eigentlich fotografiert. Ich bin daneben gegangen, dann kann ich das mit diesem Programm wie Astrometrie machen, dass er mir die Koordinaten raussucht und mir die Objekte anzeichnet, wenn ich mal schief liege. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich zum Beispiel sage, ich habe da eine Strichspur drauf, das ist vielleicht ein Kleinplanet und ich möchte die Position vermessen, wo befindet sich exakt das Objekt, um das irgendwo zu melden. Oder ist es ein Supernova-Ausbruch oder Nova oder irgendetwas, was plötzlich aufgetaucht ist. Und ich möchte rauskriegen, was das ist für ein Objekt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist das Umgekehrte, dass ich keine bestehende Aufnahmen habe, sondern dass ich zum Beispiel eine Montierung zu einem Objekt fahren lassen möchte und das genau treffen möchte. Es ist nicht sichtbar, ich kann nicht nachjustieren, wo das ist, weil ich es nicht sehe, auch mit kurzen Belichtungszeiten nicht. Dann kann ich dazu Hilfe nehmen, ein Programm, wo dann die Kamera ausgelöst wird, der Computer nachschaut und sagt mir die Koordinaten und ich sage, wo ich hin will und dann wird es nachträglich dann nachkorrigiert. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, ich habe eine bestehende Aufnahme und möchte die im nächsten Abend oder eine Woche später noch einmal nachmachen, dass ich die besser addieren kann, dann muss es sehr genau ausgerichtet sein. Wobei ich dort empfehlen würde, die Kamera zu markieren, dass die Bildfelddrehung, weil sonst wird es abartig langwierig, bis man dann die Drehbewegung noch reinkriegt, nachdem man es ausgerichtet hat. Dann sollte man eine Markierung haben, wie die Kamera am Fernrohr befestigt ist, mit welchem Winkel Richtung Norden ist und so Sachen. Das wäre eine Möglichkeit. Das andere wäre auch eine genaue Einjustierung des Fernrohres statt zum Polsucher. Wenn ich zum Beispiel ein Fernrohr aufgebaut habe, wo ich den Polarstern nicht sehen kann, dann kann ich auch mit dieser Methode eine gute Ausrichtung erreichen. Die andere Möglichkeit wäre halt das Einscheinern, wo man dann halt ein Objekt längere Zeit verfolgt oder eine längere Zeit nachahmt durch ein zweites Objekt. Und das nächste wäre dann noch eine Pointing Files, das sind dann feste Sternwartemontierungen, wo fest installiert sind, wo ich dann das Durchbiegen und ähnliche Sachen in den Griff bekomme, dass die optischen Komponenten haben Spiel, alles hat irgendwo, die Montierung hat Toleranzen, der Tubus gibt nach und das kann ich alles mit einem Pointing File dann erstellen und dass das korrigiert wird. Nur damit wir da nicht nachher die Probleme haben,
weil ich sehr viele Seiten darstelle. Michael, ist das verfügbar auf der Homepage, dass man das runterladen kann, die PDF-Datei? Ja, ist ja nicht eilig. Also ist es so, ich habe, weil ich hier sehr viele Seiten darstelle und nicht jeder aufschreiben will, wo er überhaupt über die Sachen finden möchte, habe ich eine PDF-Datei, die wo man bei uns zur Nachlese. Ist das unscharf? Dass man dann direkt eine PDF-Datei hat, da wird jede Seite dargestellt, unten mit diesem Link dazu, den kann man einfach aktivieren, dann kommt normalerweise diese Seite, ob es zulassen möchte, dass ich da den Internet Explorer oder Firefox oder ähnliche Sachen dann starten kann und komme automatisch dann auf diese entsprechende Seite. Weil ich sehr viele Seiten jetzt vorführe, würde das sonst zu langwierig werden. Das erste wäre ein Programm von AllSkype Late Solver. Das heißt, hier ist eine bestehende Aufnahme, oder wo ich dann nachträglich vermessen kann. Das ist ein Freeware-Programm. Oben ist eingeblendet, wo diese Seite dargestellt ist, aber auch bei diesem Datei, wo ich gesagt habe, PDF-Datei. Wenn man diese Seite hier macht, gibt es unten dann einen Link, wo man dieses downloaden kann. Sobald man das dann gemacht hat, installiert man das Programm und dann kommt eine Seite zu früh. Dann kommt, also das Hintergrundbild habe ich nur zum Veranschaulichen dran gemacht. Normalerweise kommt nur dieses Kästchen. Kann man nicht lesen wahrscheinlich jetzt, gell? Oder? Weiß es nicht. Entschuldigung, dass ich jetzt nachgucken muss, aber ich sehe es da vorne nicht. Ja, so ist schärfer. Da ist es dieses Pfeil oder dieses Fenster, wo aufgeht und da wird die Frage gemacht nach Einstellungen. Das muss man als erstes hier dann anklicken. Dann kommt hier diese Einstellung, da ist das Wichtigste, dass du sowohl die Brennweite unten als auch diese Größe in Mü, die Pixelgröße ausfüllt. Dann geht ein nächstes Fenster dazu, Index, das muss man Installationsassistent machen. Dann kommt hier diese Dateien zum Runterladen, jetzt keine Angst. Man braucht nicht so viel. Das heißt, bei dieser 500er Brennweite und 7,8 μ, dann habe ich 160 Bogenminuten ungefähres Bildfeld. Und wenn ich das schaue, dann komme ich 2 bis 2,8 Grad, das ist die 4212. Und was alles unterhalb ist, das wird benötigt. Wenn ich eine längere Brennweite habe, dann brauche ich mehr Datenmengen. Oder ich habe 4 Meter Brennweite und habe da so eine Webcam dort und habe als Schätzhalber. Ich habe das aber nicht weitergemacht. Nur zum Zeigen, dass da ein Download stattfindet. Das, was die blaue Menge ist, was ich aber auch nicht fertig gemacht habe. Wenn man dieses dann gemacht hat, ich tue es immer ein bisschen rausvergrößern, dass man es schärfer sieht, weil ich leider die Auflösung von diesem Netbook ist nicht entsprechend von meinem PC. Das habe ich bei dem Zusammenstellen leider nicht berücksichtigt, dass die Lesbarkeit darunter leidet. Dann sieht man so eine Aufnahme, die tut man hier drüben bei Durchsuchen, aussuchen die Aufnahme und dann sagt er mir die Werte, die Stunden oder Rektazension und Deklination, die genaue Werte, dann die Größe, oder wie viele Pixel beteiligt sind, 3040 mal 2016, das entspricht 164 mal 109 Bogenminuten. Dann ist die tatsächliche Brennweite nicht 500, sondern in diesem Fall 494 Millimeter. Das stimmt noch und nebendran, das stimmt auch mit, dass die Auflösung bei 3,252 Bogensekunde entsprechend wäre bei dieser Kamera und Brennweite. Was das Programm aber immer macht, also zumindest bei Kameras mit Bayer-Matrix, dass er die doppelte Anzahl, also das heißt 15,6 μ angibt. Das sind dann immer 2 mal 2 Pixel, was er bei dieser Argumentation rausgibt.
Und die Ausrichtung ist nicht ganz exakt Norden, sondern 1,42 Grad gedreht, die Kamera. Wenn man das dann anschaut, dann sieht man hier die blaue Linie. Das ist die vom Bild die senkrechte und die grüne ist der leichte Versatz, wo ich bei der Aufnahme dort gehabt habe. Rechts sind dann noch Einstellungen, wie groß das Bild dargestellt wird, ob sich das Fenster anpasst an dem ganz gesamte Bild und ob ich die Rektation, Deklination, Koordinaten einzeichnen lasse. Genau, also altazimutal weiß ich nicht, was wir für Astroaufnahmen im Nachhinein dieses verwende, weil da müsste ich ja dem sagen können, das war die Uhrzeit und das Ding sitzt so und so im Himmel. Weil im Nachhinein wird man das wohl nicht brauchen, dass man da diese horizontal, vertikale Koordinaten angezeigt haben möchte. Und dann der Großkreis und dann die Markierungen. Das gleiche ist eine andere Aufnahme, wo ich dort habe, da wo dann eingezeichnet ist. Das ist nur so ein bisschen Ausschnitte machen, weil, wie gesagt, sonst stimmt die Auflösung nicht. Dann hat man oben wieder diese Sachen, jetzt hat er so 180 Grad gedreht, die Anzeige nicht mehr wie viel Grad, sondern es sind 179,54 Grad, also ist es fast perfekt in der Waagrecht-Senkrechte. Die Markierungen sind die Objekte markiert und die Brennweite ist hier 495 mm, also habe ich beim Fokussierer 1 mm dort verlängert die Brennweite. Das ist dann noch einmal die Ansicht. Dann hat man hier, kann man Koordinaten ausgeben lassen, wenn man diese Objekte markiert, kann man genau zurückverfolgen hier, welche Größe, welche Koordinaten diese haben. Ich kann auch abfragen bei diesem Programm über dieses entsprechende Objekt. Da geht ein Fenster auf. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist das, man macht dieses ganze Aufnahmen nicht in seinem Computer und muss nicht die Sachen runterladen, sondern macht es online. Da, wo man vorher, das untersteht das, drinnen Nova Astronomie.net, wo wir vorher die Daten runtergeholt haben, kann man auch ein Bild hochladen. Das ist diese Homepage, da geht man hier auf Upload. Und dann sucht man sich hier die Datei aus, tut es dann uploaden oben und dann wartet man, dann kriegt man eine Benachrichtigung. Also ich habe das rausgesucht, die Aufnahme, und dann tut man das raufladen. Dann wartet man ein Weilchen. Da steht 10 Sekunden, aber das dauert etwa 5 Minuten, bis man eine Antwort kriegt oder 4 Minuten oder sowas. Dann wird das Bild hier unten dargestellt und schon die ersten, Objekte werden dann markiert. Sieht man das? Das heißt, er kreist die Sterne, wo er erkannt hat, alle ein und gibt dann gleich die Koordinaten hier raus, was das Zentrum der Aufnahme ist und so weiter und so fort. Und dann kriegt man unten gleich noch präsentiert, welche Leute andere Bilder hier auch schon aufgenommen haben, damit man einen richtig auf den Deckel kriegt und sagt, hey, du, mal 10-mal so lang belichtet, dann kriegen wir, da kommt dein Bild besser unten raus. Wenn man diese Sache gemacht hat, kriegt man es auch noch mal in eine große, ausführliche Tabellenform, kann man es hier rausnehmen. Dann sind die Objekte hier markiert. Mit Bubble-Nebel und ähnliche Sache M52. Unten hat man dann hier präsentiert, ungefähr wo das im Himmelsfenster ist. Das sind dann diese Koordinaten eingezeichnet als Karte. Wenn man dieses gemacht hat, kriegt man hier unten eine Tabelle, wo dargestellt ist, welche Objekte auf der Aufnahme sind und wo das in größerem Maßstab hier noch einmal dargestellt sich befindet. Wenn man mit diesem Programm, was wir zuerst gehabt haben, nicht ganz zurechtkommt, habe ich da noch einen Link hingemacht. Da gibt es eine deutsche Gebrauchsanweisung, wo man diese Sache runterladen kann. Es tut mir leid, dass das ist dann genau erklärt, wie man vorzugehen hat und was man einstellen muss. Die Erklärung ist auch ein Link auf dieser Seite drauf.
kommen wir dann schon zum zweiten Bereich. Das heißt Vorbereitung und Planung von Beobachtungen, dass ich Objekte raussuche und so weiter und so fort. Und um welche Objekte handelt es sich? Die ersten vier, wo genannt werden, sind Informationen über Satelliten, Mond, Planeten, Kometen. Das sind lauter Objekte, wo sich bewegen, wo ich dann die aktuellen Koordinaten benötige. Was weiter unten sind, sind ortsfeste Sachen, wo ich bloß berücksichtigen muss, dass nicht gerade die Sonne mich stört. Das heißt, da ist es jahreszeitlich abhängig, dass sich, wie der Himmel sich halt im Verlauf der Zeit ändert, aber es sind keine aktuellen Sachen erforderlich. Wenn ich dann von früher her ein Tabellenbuch der Sternfreunde schaue, das war in den 60er Jahren, da kam damals raus, der berühmte Cirrusnebel und der Nordamerika-Nebel sind im Allgemeinen nur fotografisch gut zu erfassen. Dagegen können sie gelegentlich in sehr lichtsteigen Feldstechern noch gesehen werden. Warum war das früher so? Also die Beobachtung war zu der Zeit, der 60er Jahren, da hat man ein Linsenfernrohr mit 60 mm Öffnung gehabt und dann meistens 1:16 ein Okular, wo gerade noch ein ganz minimales Gesichtsfeld hat. Ich selber bin auch als Jugendlicher verzweifelt, dass ich den Andromeda-Nebel nicht gefunden habe. Es lag aber nicht am Fernrohr, sondern einfach der Himmel war zu hell. Das ist ein großes Objekt und ich habe viele Sachen gefunden, wo kleiner waren, die hat man gefunden, aber mit dem Huygens-Okular und dann noch mit 1:16, 60 mm Öffnung, da war einfach die Flächenhelligkeit nicht da. Und deswegen war diese Argumentation früher gang und gäbe, weil jemand ein großes Fernrohr gehabt hat, hat dann 15 cm Juden gehabt. In der 60er, Anfang der 70er Jahre. Beim Atlas Kokoschka, Atlas für Himmelsbeobachter, da wird schon erwähnt, dass man diesen beobachten kann, der Cirrus- und Schleiernebel, schwache Filamente jenseits und so weiter und so fort. Mir ging es jetzt nur darum, wie sich die Zeiten ändern. Das habe ich jetzt nur als Buchform eingescannt, um zu zeigen, dass man hier mit sehr lichtsteigen Sachen kann man das sehen, Mexiko und so weiter und so fort. Zur Planung wäre jetzt Carl Sky zum Beispiel eine Homepage, wo ein breites Basis oder eigentlich alles abdeckt, aber oberflächlich gesehen. Da kann ich rechts oben in diesem Fall die Koordinaten muss ich da angeben, also aktivieren, dass ich sage, wo mein Standort ist. Dann habe ich hier drüben Astrokalender, damit die Zeit berücksichtigt wird. Und dann kann ich ankreuzen, was ich haben möchte, ob ich Raumfahrt haben möchte und Objekte, ob Planeten und was ich heute Abend beobachten kann, die Raumstation ISS, also alles durch die Bank weg, was zeitlich sich variabel befindet. Dann kriege ich so eine Gesamtübersicht, wo dann die Planeten dort steht. Und dann kommen also die ganzen Planeten, Mond, was jeweilig in dem Tag da stattfindet und aufgeführt. Dann auch die Raumfahrtschiffe wie ISS oder Saturn, Jupiter, dann Iridium Flare. Venus, also es ist, wie gesagt, eine ganze Tabelle, wo man durcharbeiten kann. Das ist dann sehr schnell verfügbar, ein breites Spektrum, was man da abklappern kann. Wenn man es genauer haben möchte und besseren Einblick haben wollte, wäre Winnis Kometenseiten. Ähnlich aufgebaut, vielleicht nicht ganz so hübsch gemacht, ist auch vom Verein Deutscher Sternfreunde die Beobachtergruppe Kometen. Die haben ja auch diese Information. Hier steht es halt mehr textmäßig drin und ist aber wirklich gut gemacht. Und seit Jahren sagt er immer, er will aufhören und macht es nicht mehr. Aber er macht es ja seit 6, 7 Jahren weiter. Und er hat es halt angefangen und kriegt es auch nicht mehr weg, so ohne weiteres. Heaven Above, das ist eine
alles, was mit Raumfahrt zu tun hat, war ursprünglich so. Heute kann ich aber auch Mondplaneten und ähnliche Sachen schon, auch schon dort abfragen. Die Koordinaten, wo ich hier eingegeben habe, wenn man hier jetzt sieht, heute Abend kommt ein Iridium-Flair, dann kann ich mich, wenn es klar wäre, draußen hinstellen und genau sagen, wo es ist. Wenn ich diese Seite dann schaue, dann ist die ISS, die Raumstation, die habe ich allerdings nur in irgendein Datum genommen, was nicht gültig ist. Bei Iridium-Flair, das sind ja nicht mehr richtig gesteuerte Satelliten, wo um die Erde rumkreisen und die haben spiegelnde Flächen. Da ist es sehr genau wichtig, wo ich mich befinde. Und es steht auch hier, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, ja, da gibt es die Durchgänge, welche Uhrzeit, welche Helligkeit die haben und dann die Höhe vom Horizont, wo sie sich befinden, also Westen oder Nord-Nordwest und welches Iridium-Flair das ist oder welches Satellit das ist. Und dann kommt es darauf an, wie weit bin ich von dem optimalsten Standort weg. Jetzt habe ich hier eine, der hat minus 9, das ist eine brutale Helligkeit. Und die größte Helligkeit, wo ich kriegen kann, da bin ich 7 Kilometer westlich von hier. Dann wäre ich genau im Zentrum des Spiegels, wo auf mich blendet. Aber die Helligkeit würde sich bei diesem Objekt nicht mehr verändern. Beides ist minus 9. Minus 4,5 oder so ist ja ungefähr Venus. Und 2, und Grad, also das sind dann 4,5 Größeklasse, also so ganz grob, nicht ganz 100 Mal heller wie die Venus wäre das. Also so 60 Mal oder 70 Mal heller wie die Venus, was da so ein Iridium-Flash machen kann. Eine andere gute Seite, wo ich finde, wäre auch die Sternwarte Aetherfing. Ich weiß nicht, wo die ist, aber die haben sich sehr viele Mühe gemacht. Links haben sie den Mond dargestellt und rechts sind die Sternbilder. Wenn ich zuerst auf den Mond gucke, dann kriege ich hier bestimmte Zonen angezeigt, wo ich dann anklicken kann und dann kann ich hier über die jeweilige Krater mich dadurch arbeiten. Ist also alles gut erklärt. Wenn ich genauere Darstellung Bilder haben möchte, könnte ich hier raufdrücken, klicken, was ich auch dort verlinkt habe. Dann komme ich auf einen sehr genaue, hochauflösende Karte vom Mond, wo ich dann, es gibt noch andere, aber die ist sehr gut gemacht. Und dann sieht der Mond dann so aus, dass ich hier wirklich jeden kleinen Stück Kraterrand und Bruchzone markiert sind, dass ich also da richtig durch den Mond wandern kann. Ein zweites Bild wäre auch noch so in diese Richtung. Also Grabenbrüche und so Sachen sind alle dort aufgeführt. Es ist sehr gut gemacht. Wenn ich jetzt auf die rechte Seite gehe, dann komme ich zu den Sternbildern. Was mir dort recht gut gefällt, ist, dass man kompakt wieder alles zusammen hat. Nicht ausführlich jedes Objekt besprochen, aber man hat eine gute Tabellendarstellung. Wenn ich hier ein Sternbild anklicke, wie zum Beispiel der große Hund, wo ich hier nehme, dann habe ich hier einmal die Sterne aufgeführt. Dann kommt weiter unten die Doppelsterne, veränderliche Sterne, Gasnebel, planetarische Nebel gibt es keinen, offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen gibt es nicht und Galaxien. So kann ich jetzt hier praktisch kompakt, weil meistens hat man immer eine Tabelle, wo nur das beinhaltet oder nur das, aber hier hat man dann wenigstens Doppelsterne und Deep Sky Objekte zusammengefasst und hat es in Kurzform. Weitere Informationen muss man aber, sucht man hier vergeblich. Dann gibt es hier für die Doppelsternbeobachter Venus-Reuter hat hier so für Doppelsterne fotografisch festgehalten. Da kann ich hier die Sternbilder durchgucken und die jeweilige Doppelstern raussuchen, wie zum Beispiel Epsilon und Lyra. Da ist so, dass
Der hat es nicht genau geschafft zu trennen, aber man sieht, es ist länglich, die A und B hier oben und hier liegen sie quer. Das sind die zwei, das ist ein Doppelstein, wo jeweils wieder jeweils doppelt ist. Beim Fernrohr kann man sie trennen, aber man braucht eine gute Luftruhe, aber er hat es hier nicht geschafft. Man sieht hier nur den Doppelstein, aber dass es jedes Objekt noch einmal doppelt ist. Ein anderes Ding ist Albireo, der Kopf vom Schwan, wo ein sehr guter Farbkontrast hat. Eine Seite bläulich, die andere gelblich. Das sieht man auch sehr schön im Fernrohr dargestellt. Oder der Mizza und Alcor im großen Wagen, wo dort als Doppelstern und der Einzelne dargestellt ist. Eine sehr gute Seitendarstellung ist Epsilon Lyre, wo die Informationen genauer sind. Das heißt, er hat hier wirklich, wie ein Dokument aufführt, die einzelnen Objekte genau beschrieben, sodass man da eigentlich dann wirklich viel nachzulesen hat und Auskünfte halt über diese jeweiligen Objekte hat. Ich finde es sehr hübsch gemacht. Deswegen hat es auch für mich den Vorschlag hier verdient, dass man hier von jedem einzelnen Doppelstein, wo hier erfasst ist, kann man genau diese Sache abfragen. Das sind also verschiedene Objekte. Das nächste Seite, wo ich darstellen möchte, das ist Visual Sky. Da kann ich hier sagen, ich tue hier oben das Teleskopdurchmesser und die Brennweite eingeben. Dann das Sternbild, wo ich dann durchmachen will, wie soll es sortiert werden, die Objekte, nach Magnitude und so weiter und so fort, ob es als für die Bildschirmdarstellung ist oder zum Drucken, dass man es verkehrt rumdruckt. Wenn man das dann eingegeben hat, dann kriegt man dann so eine Tabelle präsentiert, wo alle Objekte drin sind und das sind meistens sehr, sehr lange Kolonnen. Also wenn ich da Andromeda mache oder so, habe ich dann 100, 150 Bilddarstellungen, je nachdem, was für Helligkeit man eingibt. Dann eine sehr gute Seitendarstellung ist Freunde der Nacht. Der hat sich sehr, sehr viel Mühe gemacht, der Mann, und hat den Beobachteratlas für Kurzentschlossene rausgebracht. Den hat er auch gedruckt und in Wasserfest will ich nicht sagen, aber feuchtigkeitsunempfindliche Exemplare hat er dort sehr günstig druckerklasst und auch verteilt. Ich habe selber zwei Exemplare und die sind wirklich hervorragend gemacht. Ich weiß nicht, ob er noch einmal eine zweite Auflage macht, aber er erweitert ständig sein Ding. Da ist jetzt der Stand 12. Oktober 2017. Also die Seitendarstellung mit den einzelnen Objekten, wo dann BAK ist, Atlas für Kurzentschlossene. Dann kommt hier die planetarische Nebel davon, die Polarma Guide, King Guide. So hat er dann die einzelnen Kataloge bezeichnet. Und dann innen drin sind dann Darstellungen jetzt für große flächige Objekte zum Beispiel. Hat er dann zur Seite Sachen, sind alle zum Runterladen, Downloads. Dann gibt es Sternmuster und planetarischer Nebel, was wir vorher schon gehabt haben, und gestörte Galaxien. Es tut mir leid, dass ich halt immer die Schärfe nachziehen muss, weil die Auflösung nicht übereinstimmt. Also wie gesagt, die Seiten, wo dort alles dargestellt wäre, ich finde sie sehr, sehr toll gemacht. Und das alles unentgeltlich zum Downloaden. Man hat da ganze Bücher, wo man das runterladen kann. Sternmuster, die findet man also selten, dass da irgendwas dargestellt ist. Dann ist das, was eigentlich der eigentliche Auslöser war, das war ja diese Liste, wo er erfasst hat, Beobachteratlas für Kurzentschlossene, wenn ich sage, was will ich heute Abend beobachten. Dann hat man hier dann einfach die Art der Objekte und Erläuterungen. Und wenn man das weiterschaut, dann
ist dann immer vorgegeben, welches Sternbild, in dem Fall Virgo zum Beispiel, dann die Objekte, die sind alphabetisch sortiert. Dann hat er immer die Koordinaten oben und diese Helligkeitswerte und so Sachen eingegeben. Schwarz unterlegt sind die eigentliche Aussage, was das für ein Objekt ist. Und unten drunter blass geschrieben, so bläulich, sind dann immer seine persönliche Erfahrung, wie er das Objekt gesehen hat, was er da beinhaltet und so weiter und so fort. Und dann hat er hier eine komplette Tabelle seiner Objekte, dass man die sieht praktisch. Und da ist nochmal größer dargestellt, der Crescentnebel und so weiter und so fort als Bild. Und dann kommen halt diese Angaben, Helligkeit und so Sachen, was man da halt für das Objekt, wie man das sieht. In Amerika oder Spanien wahrscheinlich gibt es da noch den DSO-Brasser. Da kann man sich selber Listen zusammenstellen. Was ich jetzt draus gelassen habe, das war die Deep Sky Datenbank. Die habe ich drin gehabt in meinem Vortrag. Und dann hat es geheißen, zum 25. Mai sperrt er seine Seite wegen dieser neuen Datenschutzrichtlinien. Und daraufhin habe ich ihn entfernt und am Sonntag gucke ich noch einmal seine Seite an, die ist noch nach wie vor da. Ich habe sie aber jetzt nicht mehr in meinem Vortrag, weil ich davon ausging, dass sie nicht mehr erreichbar ist, weil er hat festgeschrieben und per E-Mail geschrieben, weil ich ja dort angemeldet bin, dass er diese stilllegt zum 25. Mai. Ein Gegenstück ist hier dieses DSO-Brasser, Deep Sky Object-Brasser. Da kann man genauso die Sachen raussuchen, dann kommt da das Diagramm von dem jeweiligen Tag, wo man vorgegeben hat und die Objekte kann man sich raussuchen lassen. Da ist auch die Darstellung, finde ich, also hier schöner wie beim Deep Sky Datenbank. Es ist aber manche Sachen ein bisschen umständlicher zu bedienen. Wenn ich große Tabellen will, muss man da ein bisschen mehr hantieren. Da habe ich halt eine Objektdarstellung, das sind meistens die ändern sich, dass die so wie eine Spirale abläuft. Und dann kommt die Darstellung des jeweiligen Abends und so weiter und so fort. Da kann ich da, das ist halt so das, was diese Seite kann. Und die hat sehr großen Umfang. Also es sind auch viele nicht bekannte Objekte, wo nicht im IC, NGC vorhanden sind, was die Deep Sky Datenbank eigentlich fast ausschließlich ist, sondern da sind auch wirklich von ARP und ABEL und was weiß ich, CELIT, das sind alle möglichen Datenbänke dort drin, wo ich dort die abrufen kann. Viele haben ja auch mehrfach Bezeichnungen, dass also das eine NGC-Nummer brauche ich, wenn ich das habe, brauche ich ja keine andere. Aber da gibt es manchmal Listen, wo dann 7, 8 verschiedene Kataloge innen drauf stehen. Aber bei manchen Objekten, die gibt es halt nicht woanders da. Dann gibt es hier eine Deep Sky visuell.de, eine Seite, wo dann so Beobachtungsplan, Zusammenfassung nach der Beobachtung stattfindet. Das sind verschiedene Projekte, wo die haben. Dann gibt es Zeichnungen. Und dann kann man sich dadurch ackern. Und dann sind es wirklich Zeichnungen, was er am Fernrohr die jeweiligen Leute sehen. Dann beschrieben, was man sieht hat und wie es aussieht, sieht man dann in der Zeichnung. Also ist es, kann man viel rumplanen und ähnliche Sachen. Dann gibt es Fanfuzzi, eine sehr gute Seitendarstellung. Jede Woche kommt da bald was Neues dazu. Mittlerweile hat diese Tabelle 2145 Objekte dort oben. Und der ist also sehr, sehr aktiv, was er an die Objekte darstellt. Da kommt immer eine Bilddarstellung. Und dann hat er, was jetzt dort ist, dass er verschiedene Teleskope vergleicht, mit Filter, ohne Filter, und sagt dann, bei diesem Teleskop ist es mittel, bei dem ist es leicht zu beobachten, hier kommt noch einmal mittel, einfach, oder wenn es ganz chaotisch ist, nicht gefunden. Ist zu schwach oder das Teleskop zu klein. Das ist hier gut aufgeführt, was er hier hat. Das ist die Bezeichnung Bottle. Wusste ich auch nicht genau,
wie er das bezeichnet, komme ich aber nachher drauf, was, wo man sich da anhängen kann. Also einfach, nicht gefunden, schwer, so hat er diese Begriffe dort gemacht und die jeweiligen Objekte kann man da durchgehen. Dann habe ich hier einen Link, was diese Skala bedeutet. Eins heißt Namibia, Chile. Wüste, kommt bei uns nicht vor. Wir können keine 7,5 oder 8. Größeklasse mit dem Auge sehen. So Richtwert sagt man ja 6. Größeklasse im Gebirge 7. Die zweite Stufe kommt eigentlich auch nicht vor, auch in den Alpen nicht. Also wenn ich dort die Klasse 2 gucke, 7,5 bis 7,1, was bei uns gibt, ist ein sehr, sehr gute Standorte 3 und 4. Also so im Schwarzwald, unser Teufelsmühle, kommen wir vielleicht auf Klasse 4. Da sind die einzelnen Sachen erklärt, was man wo sieht und so weiter und so fort. Das ist die Seitendarstellung nochmal. Das nächste ist das, nochmal auch eine Seite, wo erklärt, und dort heißt es, deswegen habe ich das auch nochmal rangenommen, der Skorpion und Sagittarius-Region der Milchstraße werfen offensichtlich Schatten. Das kann ich bestätigen, Namibia. Man kann ein Blatt Papier nehmen, die Milchstraße so machen und sieht die Hand als Schatten von der Milchstraße. Und das, wenn man unsere Milchstraße sieht, das blasse Bändchen dort oben und dann guckt man dort solche dunkle Gebiete. Also das ist da gut aufgeführt, auch diese Klassifizierung. Und was wir halt hier haben, das ist 4 ungefähr. Das ist hier mit Bildern jeweils untermalt, dass man das sieht, wie das sich auswirkt, die Sachen. Ist nur zum Nachgucken, wenn jemand das interessiert. Jetzt haben wir die Objekte gefunden, haben unsere Sache zusammengestellt und jetzt muss man die auch beobachten können. Da müssen wir auch wissen, wo man sie suchen müssen, wo man sie findet. Und deswegen gibt es da Sternkarten. Da habe ich eine Seite entdeckt, was mir sehr gut gefällt. Das ist Dreistein in NL, Holland. Der hat eine grafische Darstellung, wo sehr stark an der Interstellarum Deep Sky Atlas erinnert. Ich weiß nicht, ob den jemand besitzt. Das ist so, dass man hier eine Außengrenze von dem Cassiopeia, von dem Sternbild hier hat. Dann hat man hier die Außengrenzen und da sind die Objekte eingezeichnet. Allerdings haben wir hier ein Bildfeld von 45 Grad. Und da unten ist dann in Tabelleform zum Blättern unten dargestellt, was für Objekte. Wenn ich ein Objekt unten markiere, tut sie oben aufleuchten in dieser Sternkarte. Wenn ich jetzt das weiter zoome auf 20 Grad, nehmen natürlich die Objekte zu. Es wäre immer blass, schwächere Objekte eingezeichnet und dort H&G, der Doppelsternhaufen und so Sachen. Die Objekte sind dann also wirklich von der Darstellung her, finde ich, sehr schön. Das Einzige ist, die Auflösung für Ausdrucke sind sehr gering, weil der vergrößert zum Drucktreiber nicht. Da bleibt bei 800 mal 800 Bildpunkte. Auf dem Monitor ist es okay. Ausgedruckt sind die Schriften fast zu klein. Das Gleiche geht dann bei 10 Grad weiter. Es gibt immer mehr Objekte. Da unten sieht man auch aufgeführt. Es wird immer mehr, die Liste, je weiter da rankommt. Dann gehen wir auf 5 Grad Darstellung. Da kommen dann schon wirklich ganz unscheinbare, schwache Objekte ran. Dann hier blass, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Also die Darstellung hat mich überzeugt, dass die wirklich schön ist. Wenn man ganz genau rangeht auf 2 Grad, dann ist das Ende als dieser Art erreicht. Und was dann größer ist, dann kommt es fotografisch eingezeichnet. Das also, man sieht es jetzt weit, ich bin es dunkler halte. Da sieht man halt, dass halt der Bogen hier vom Herznebel und dann sind diese Umrisslinien erfasst und die Bezeichnungen. Und wenn man das dann weiterschaut, Helixnebel, haben wir hier 2 Grad Gesichtsfeld. Wenn ich das in der
großen Darstellung habe, dann ist das schön umrandet und markiert. Das sind jetzt gerade mal ein paar Ausschnitte, wo man halt so dann gezielt auch kann. Man kann Gräser entnebeln und so Sachen. Oder der Cirrusnebelband vor dem Stern vorbeigeht, das kann man ja sehr, sehr gut im Teleskop mit Nebelfilter vor allem erkennen. Man kann also da richtig entlang fahren. Wenn man ein größerer Teleskop im Schwarzwald ist, das wirklich eine herrliche Ansicht, wenn man da durchfahrt, durch diese Nebelschwaden. Dann hat er gleichzeitig noch zusätzlich eine Übersicht, mit, dass man das als Tabelle suchen kann. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, die Koordinaten oder Helligkeit einzudämmen, was man genau haben möchte, welche Objekttype man ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, geht so besser zu lesen wahrscheinlich. Dann kann ich hier, habe ich den Interstellar Deep Sky Atlas zum Beispiel vorgewählt, weil ich den zur Verfügung habe. Da kann man ein anderes Objekt machen. Dann kann ich hier das Sternbild aussuchen. Objektklasse habe ich schon gehabt. Und da unten sind dann die einzelnen Kataloge und unten auch weiter aufgeführt. Also da kann man wirklich viel einstellen und dann gibt man sich das als Liste ab. Sieht dann so aus. In diesem Fall ist hier oben ein Dreieck. Das bedeutet, die Sortierung ist in diesem Fall nach dem Namen oben eingestellt. Oder wenn ich eine andere Sortierung habe, wie hier, dann habe ich das nach Stunden hier oben eingetragen. Also dass die sortiert werden danach, nach der Stundenzahl. Dann gibt es noch den Deep Sky Watch Atlas, wo alles Freeware, also PDF zum Downloaden. Da komme ich nachher drauf noch einmal. Da ist die Seite dargestellt, wo das ist. Der hat sich auch die Mühe gemacht, zu seinem Atlas noch einmal einen Objektkatalogliste zu erstellen. Einmal in Tabellenform, wo dann 700 Objekte dargestellt sind und zusätzlich auch noch als Bild. Hier, dass man das also Objekte auf Bilder raussuchen kann und die Darstellung. Es tut mir leid, das klappt da nicht. Dann haben wir in Taunus Astronomie, Gott sei Dank, noch einmal jemand, wo eine, man muss andersrum anfangen, es gab sehr gute Landkarten oder Sternkarten, der Tri-Atlas von Valencia Universität und die ist seit dem Jahresanfang abgeschaltet, diese Ding. Da gab es A, B, C und die Panoramakarte und M, verschiedene Kartenwerke. Und die Panoramakarte hat er dummerweise mal rausgeworfen aus seiner Homepage, weil er für die Handys einen Downloadbereich gebraucht hatte und hat dann einfach das Stück entwendet. Die haben dann ihn angefragt und haben gesagt, können wir das weiter aufrechterhalten, dass wir das zum Download anbieten. Und dadurch ist dieses jetzt noch verfügbar. Das ist gegenübergestellt. Oben ist der Panoramaset, die Karte. Und unten drunter ist dann der Deep Sky Atlas der Hunter. Der Unterschied ist das, die obere sind 54 Karten, der ganze Himmel. Wir brauchen bei uns in der Gegend etwa 38 oder Blätter. Und danach sind wir zu weit unten, dass man bei uns nicht mehr sichtbar ist. Der andere ist, glaube ich, bei ungefähr 200 Blätter. Beides muss in A3 gemacht werden. Der Panoset oben hat leider eine zu kleine Beschriftung. Also wenn man älter ist, hat man ein Problem. Mit 20 oder 30 Jahren kann man das wahrscheinlich noch lesen, A3. Danach wird es irgendwann eng. Und der andere, der ist größer beschrieben von der Darstellung. Dann gibt es noch die
Ich komme gleich noch einmal auf diese Karten. Dazwischen habe ich allerdings noch einmal eine Karte, was ich sehr gut finde. Wahrscheinlich kennen das auch einige, wo man die Bilddarstellung direkt auf dem Computer hat. Bei dem normalen Deep Sky Survey kann man nur Felder von einmal ein Grad machen. Und die werden als FITS-Datei versendet und dauert ewig. Dann kommt so etwas Tolles wie der Aladdin Atlas, wo man, wenn man vernünftige Internetanbindung hat, ohne Zeitverzögerung raus und rein zoomen kann. Das geht wirklich Schlag auf Schlag. Da kann ich sagen, ich tue mal der Orion darstellen mit 20 Grad oder da unten steht es dann drauf. 22,5 mal 13,74 Grad. Man sieht leider bei dieser Helligkeit hier nicht ganz diese Gasnebelschwaden. Auf dem Monitor sieht man das sehr gut, dass überall noch so verfranste Nebelsachen sind. Zum Raussuchen von Objekten, wie sieht das Sternbild aus, was kann ich dort absuchen, das ist eine sehr, sehr gute Darstellung. Mein Pferdekopfnebel, den kennt man ja. Und dann ist im nördlichen Bereich vom Orion noch einmal ein schöner Gasnebel. Das kann man einfach beim Durchblättern, weil das so schnell geht, kann man das wirklich sagen. Man sucht Objekte raus, wo ich dann später beobachten will. Das Programm ist also wirklich von der Art her sehr gut, also mit den Plejaden oder der Helixnebel. Dann der Rosettennebel, das Einzige, was man dann halt sein wird. Man hat das Objekt toll im Computer anschaut, geht ans Fernrohr, dann sieht man dann so ein blasses Wölkchen. Die Fantasie, dann sieht man dann mehr, wie man eigentlich tatsächlich mit dem Auge erfassen kann, weil man ja schon ungefähr weiß, was man dann zu sehen haben sollte. Aber es ist trotzdem, ich finde es herrlich, dass man da voraus noch einmal reinschaut, wie gerade hier diese drei Gasblasen, wo da hintereinander stehen, auch ganz im Norden oben vom Orion. Dann ist hier gegenübergestellt das eigentliche Deep Sky Hunter Atlas, die Originaldarstellung. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht, den anzumalen. Und habe das präsentiert und habe gesagt, in den Astroforen, dass ich das zur Verfügung stelle. Wer es haben will, kann sich bei mir melden. Kamen 50 Antworten. Kein Mensch braucht einen farbigen Atlas. Schwarz-Weiß genügt. Wenn ich aber links schaue, dann weiß ich doch gleich, da ist eine Galaxie, da ist ein Gasnebel, da ist ein Sternhaufen. Hier muss ich immer gucken, was ist das für ein Symbol. Die Übersicht geht deutlich verloren, ob ich dann nur Schwarz-Weiß-Striche habe oder Farbdarstellung. Das gleiche Spiel habe ich hier gemacht mit dem Triatlas Panorama. Das ist die Originaldarstellungsgröße. Auch die Schrift ist original dargestellt und in Schwarz-Weiß wie gehabt. Und dann gehe ich dann rüber. Das heißt, diese Beschriftung von den Objekten, die sind alle 50%, habe ich alle rausgenommen, die Beschriftung, nachträglich und noch einmal geändert. Und dann angemalt und habe mir halt mal die Zeit genommen. Aber wenn ich jetzt gerade da unten schaue, dann sehe ich doch viel leichter, dass da ein planetarischer Nebel sitzt oder ein großflächiger Gasnebel. Oder hier ein Galaxiehaufen, wo blass ist. Das gleiche ist die Gesamtkarte, wenn ich die Darstellung so darstelle oder so mit eingezeichneter Milchstraße. Ich wollte dieses genehmigt bekommen, weil ich das ja nicht von mir aus verteilen darf. Ich bin ja nicht der Urheber für das Anmalen, ja. Aber dummerweise ist der nicht mehr erreichbar. E-Mails kommen zurück, wo ich die Adresse gehabt habe. Dass sie nicht, weil ich habe da E-Mails hinschreiben und kann es nur unter der Hand Dropbox oder sowas machen und da müsste jemand dann bei mir Kontakt aufnehmen, dann
dort zum Runterladen, weil als E-Mail ist es zu groß, es sind 80 Megabyte als PDF. Oder ich müsste es stückeln als TIFF-Dateien, komprimierter TIFF. Das sind da etwa 80 Megabyte, dass ich da halt die Bilder dann immer so 5 Bilder weiß schicken kann, wenn jemand Interesse hat. Ist nur halt ein Vorschlag, weil mich hat es schon enttäuscht. Ich habe mir da wirklich viel Arbeit gemacht und will ja nichts dafür. Aber dann so dumme Bemerkungen, wer braucht denn dann schon eine farbliche Standkarte? Also wenn ich das vergleiche von hier zu da, dann ist das doch ein Unterschied wie Tag und Nacht, was für Objekte da drin sind. Und es ist auch nicht gerade wenig Arbeit, das durchzuackern, vor allem die Beschriftung. Weil ich habe das ja erst fertig gemacht gehabt, gemalt gehabt, ausgedruckt, tagsüber, wunderbar, nachts geguckt, was ist das? Wie heißt das? Ich konnte es nicht lesen. Da habe ich dann noch einmal rangegangen und habe die ganze Beschriftung gemacht. Und das ist nicht wenig. Das war dann das, was ich sagen wollte zu dem Vortrag. Es ist warm. Einigermaßen die Zeit noch eingreifen.